Gruppe auf den Tagesordnungspunkt 3. Hier haben wir die heutige Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde. Als erste Fragestellerin darf ich ganz herzlich Frau Anja Serak begrüßen. Ich schaue mal. Ja, Frau Serak, kommen Sie bitte an das Mikro. Ich darf Sie herzlich begrüßen und bitten, Ihre Frage hier im Stadtrat zu stellen. Ja. Was will die Stadt gegen die zunehmende Vermüllung und mangelnde Pflege etlicher städtischer Grünanlagen tun? Wenn doch weitere Grünflächenzugänge zu verzeichnen sind, der Regiebetrieb anscheinend eine angespannte personelle Situation aufweist und für die Grünanlagenunterhaltung finanzielle Mittel im Haushaltsplan fehlen. Als Unterfragen würde ich gerne die Frage stellen, wie die kurz- und mittelfristige Pflege des Weißeritz-Grünzuges inklusive einer regelmäßigen Müllentfernung gewährleistet werden soll. So, diese Frage beantwortet. Achso. Ich hatte dann noch einen Unterpunkt, wie die Vermüllung am Elbe-Radweg vermindert werden soll, vor allen Dingen an den Rastplätzen ohne vorhandene Müllkörbe. Als Beispiel wäre da der Rastplatz direkt unterhalb der Brücke zum Ostra-Gehege bzw. am westlich davon liegenden Rastplatz. Und die dritte Frage wäre, kann denn außer dem Elbe-Müll sammeln, das ja relativ gut angelaufen ist im Frühjahr, nicht auch nach den Sommerferien noch eine Müllsammelaktion von der Stadt organisiert, aber an mehreren Stellen durchgeführt ins Leben gerufen werden? So, das war jetzt alles, bis ich nicht wieder Sie unterbreche. Herr Bürgermeister Hilbert antwortet auf diese Fragen. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Serak, die Stadt hat sich ehrgeizige Ziele mit dem Haushaltsplan auch vorgenommen, die sie entsprechend zu finanzieren hat. Insofern ist bei der Grünflächenpflege, so wie Sie es auch beschrieben haben, dass wir mehr an Flächen zu bewirtschaften haben, aber nie mit größeren Budgetansätzen versorgt worden sind. Damit bleibt uns ein Weg, dass wir schauen, welche Flächen sind für uns von besonderer Bedeutung. Das sind insbesondere Spielplätze, zentrale Parkanlagen und schichten das in der Prioritätenabfolge ab. Und dementsprechend gibt es eben halt auch Flächen, die dann in der sogenannten extensiven Pflege unterzogen werden, also mit sehr größeren Abständen, dass sie dann entsprechend sauber gemacht werden. Das gehört im Übrigen der Weißeritz-Grünzug dazu, ausgenommen von den Spielplätzen und Flächen, die im Weißeritz-Grünzug enthalten sind. Am Ende ist das eine Entscheidung, die auch das Gremium hier zu treffen hat, ob in Zukunft dafür mehr Mittel eingestellt werden sollen. Unabhängig davon ist aber auch mit der letzten Haushaltsverabschiedung ein entsprechendes Programm zur Ordnung und Sauberkeit ins Leben gerufen worden, wo in Teilbereichen nochmal zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden konnten. Ich nehme mal ein großes Beispiel, was auch durch die Medien gegangen ist, zum Beispiel der Alaunplatz, um den mit einer entsprechenden finanziellen Ausstattung noch öfters sauber zu machen. Hat ja auch immer eine positive und eine negative Kehrseite. So, auch wenn Sie das an den Elbwiesen anschauen, je mehr Sie von der öffentlichen Hand tun, umso mehr verleitet das, dass man den Müll entsprechend noch liegen lassen kann. Wir sind aber dabei, im Moment für die gesamte Stadt ein Papierplatzkonzept zu erstellen, hat mehrere Dimensionen. In dem Kontext wird auch das an den Elbwiesen mit hineinfließen. Wie können wir eine Vereinheitlichung der Papierkörbe erreichen, was entsprechend in der Abfuhrlogistik uns Kosten spart und über die Kosteneinsparung dann wieder eine größere Versorgungsgrad erreichen lässt, ohne dass wir mehr Mittel in die Hand nehmen. Und bei den Elbwiesen ist besonders das zu beachten, dass wir da auch im wasserrechtlichen Verfahren sind. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon mehrere Thematiken probiert, die uns eine Sauberkeit an den Elbwiesen ermöglichen und trotzdem eine wasserrechtliche Genehmigung erreichen lassen. Was die
eine Frühjahrs-Elbwiesenreinigung angeht, das ist mit einem immensen Aufwand verbunden innerhalb des Hauses. Da mache ich jetzt wenig Hoffnung, dass wir da eine zweite Aktion nochmal im Herbst ansetzen, sondern da ist auch jeder selber gefragt, seinen Müll auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Speziell über den Weißeritzgrünzug, kann dir das nicht nochmal auch von den zuständigen Stellen besprochen werden, ob man da nicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellt? Denn das ist schon ein jahrelanges Hin und Her. Ich habe mehrere Male mit der Frau Trux gesprochen und sie meint, naja, sie verwaltet da einen Mangel, da ist in absehbarer Zukunft keine Besserung in Sicht. Ich würde es mal so sagen, Sie haben ja hier einen Appell gerichtet in diesem Thema. 70 Stadträte haben zugehört, ist dann beim Thema Haushaltsplanaufstellung entsprechend zu beachten. Aber am Ende der Tage gibt es einen beschränkten Topf, den wir entweder da oder jenes einsetzen können. Dankeschön für Ihre Frage.